Wir sind hier im Innovations- und Gründungszentrum Werkbank 32. Und was hier entsteht, das ist ein Reallabor der Hochschule Mittweida. Reallabor heißt was zum Anfassen. Zeigen, wie es geht. Wir wollen zeigen, wie man zukünftig in ländlichen Regionen arbeitet, unter Berücksichtigung eines möglichst geringen Energieverbrauchs, regenerativer Energien, also nachhaltig arbeitet. Und wir wollen zeigen, wie man das Ganze digital macht. Als wir mit unserer Projektidee an unseren Partner, das Fraunhofer-Institut in Dresden, herangetreten sind, stellte sich heraus, dass sie selbst noch ein zweites, ein AMSEL-Projekt erbringen. Das ist eine experimentelle Plattform, viel Messtechnik. Wir wollen verschiedene Speichertechnologien beispielsweise ausprobieren. Wir wollen das Zusammenspiel beispielsweise mit Wärmepumpensystemen und thermischen Langzeitspeichern erproben. Und dafür dient das faktisch wie ein Labor. Und diese Systeme sicher zu machen, die Versorgungssicherheit zu garantieren und auch die Kommunikationstechnik sicher zu machen, die man dazu braucht. Ein weiteres spannendes Thema. Die Forschungsgruppe Informatik, Cybersecurity, soll natürlich dafür sorgen, dass die Server sicher sind, dass sie nicht angegriffen werden können, dass keine Schadprogramme installiert werden können. Und natürlich auch, dass sie selbst nicht ausfällt, dass man 24/7 seinen Arbeitsplatz nutzen kann, zur Verfügung hat. Bei dem Forschungsprojekt ist ja auch geplant, die ganze Konstruktion mit Holzbauelementen herzustellen in Tafelbauweise. Das heißt, das sind auch Produkte, die in Sachsen hergestellt werden können. Damit haben wir natürlich auch wieder weniger Fahrzeiten. Das Ministerium setzt sich sehr dafür ein, dass der Holzbau in Sachsen wieder etabliert wird, dass im Grunde genommen auch diese ganzen energetischen Fragen hier verbunden werden mit dem Baugeschäft. Und hier eine Versuchsplattform zu errichten für so eine autarke Mikrosiedlung unter Einschluss, also beispielsweise auch des Telewerks, das ist das Reizvolle. Wir sind hier ein Mikrokosmos aus regionaler Wirtschaft, Hochschule und Hochschulstadt Mittweida. Und zusammen können wir zeigen, was zukünftig in den Regionen Sachsens möglich ist und auch notwendig ist, damit wir Arbeitsplätze schaffen, damit wir wettbewerbsfähig bleiben. Und das hier ausprobieren zu können, das ist natürlich ein Privileg.